Hi, ich grüße euch. Ich bin der Manuel. Ich bin 37 Jahre alt. Ich möchte euch gerne von meinem Leidensweg, wenn man es Leidensweg nennen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall will ich euch daran teilhaben lassen. Ich hatte letzte Woche hatte ich einen Herzinfarkt mit 37 bzw. mit 36. Ich mache mich irgendwie immer älter, als ich bin. Es war sonntags. Und ja, jetzt denkt ihr vielleicht der eine oder andere, warum erzählt er uns das? Ja, weil ich das dann halt bei Facebook auch ein bisschen, ich sag mal, breit getreten habe, um einfach auch die Leute zu warnen, beziehungsweise um sie daran teilhaben zu lassen. Es sind dann halt auch viele Fragen vom Bekanntenkreis aufgetaucht, so hey, warum, weshalb und wieso und wie merke ich das? Und um einfach nur vielleicht, also ich habe gemerkt, dass viel Unwissenheit in der Bevölkerung beziehungsweise auch in meinem Freundeskreis herrscht, was diese Krankheit anbelangt. Und einfach nur, um da vielleicht ein bisschen aufklärende Arbeit zu leisten und für mich selber auch, um die Sache besser zu verarbeiten, weil es hat mich doch in ein, wie will ich sagen, in ein Loch gerissen. Ja, also es ist, wenn sich von heute auf morgen, ja, von heute auf morgen das Leben ändert, dann ist das schon da. Ja, es reißt dann auf jeden Fall, es reißt dann aus dem Leben. Vor allen Dingen, ich habe Familie, die meisten oder manche von euch, die mich kennen, die wissen, ich habe zwei Kinder, süße kleine. Und ja, wenn man Familie hat, das, also, man schiebt das alles vor sich her, man denkt so, was trifft einen nicht, ja, und dann wacht man auf einmal auf, beziehungsweise ich bin ja nicht irgendwie ins Koma gefallen oder so, aber man realisiert auf einmal so, Scheiße, so schnell kann es gehen. Und obwohl man noch nicht mal wirklich was dafür kann, so, weil die Ärzte haben dann im Nachhinein auch gesagt, dass das wohl vererblich sei, ja, und tatsächlich nach ein bisschen Fragen ist, väterlicherseits dann herausgekommen, dass mein Opa ja auch den ersten Herzinfarkt mit 40 hatte. Ah ja, gut. So, wie gesagt, also dieser Videoblog, also ich mache das hier das erste Mal, keine Ahnung. Ich dachte mir, warum nicht? Vielleicht kann ich das besser verarbeiten. Vielleicht kann ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Bei Leuten, die offene Fragen haben, die Angst haben, hey, wie merke ich das und so. Also, Plan ist jetzt die Vorgehensweise. Also, ich erzähle euch erstmal ein bisschen, wie das war. Dann, ich komme auch irgendwann in die Reha. Ich habe auch im Krankenhaus habe ich ein paar Videos gemacht. So, die werde ich dann nach und nach mal einstellen. Ihr solltet mich auf der Reha begleiten. Ich denke, da werde ich auch ein bisschen Zeit haben, das in Videomaterial festzuhalten, wie es mir da so ergeht. So gefühlstechnisch, was so mit mir gemacht wird, um einfach die Unwissenheit da zu nehmen. Ja. Also zum Thema Unwissenheit, ihr glaubt es nicht, da fehlen mir die Worte, ihr merkt es schon. Man wird aus dem Krankenhaus entlassen, nur um einmal ein Beispiel reinzuschmeißen. Ja. Man wird aus dem Krankenhaus entlassen und man kriegt nichts oder fast nichts an die Hand, wie man sich zu ernähren hat. Und Ernährungsumstellung ist ein essentieller Punkt. Ja. Und, ja, Sie werden sich über Google schon über die Krankheit informieren. Also ich meine, ich bin halt selbstständig. Und wenn da Leute im Einzelhandel, wenn Leute zu mir kommen, die sagen, ich schimpfe immer auf Google. Ich sage, nein, guck nicht bei Google und so, dies und das. Ja, Ärzte an sich sollten auch sagen, nein, guck nicht bei Google. Ja, also einem Arzt habe ich das da unten gesagt. Und der, ja, Google hat er dann direkt belächelt und da wusste ich schon direkt seine Anti-Haltung Google gegenüber. Ihr wisst, wie es ist, ihr guckt im Forum und dann jeder Hanswurst schreibt irgendeinen Müll da rein, ob das richtig oder falsch ist. Und dann, wenn man da nicht gut differenzieren kann, dann nimmt man sich vielleicht die falschen Meinungen an. Aber egal, auf jeden Fall Ernährungstipps null, null. Ich bin jetzt seit Freitag bin ich raus. Wir haben heute übrigens Montag, also das Wochenende, war ich dann zu Hause und dann läuft man planlos durch die Gegend und googelt sich durch die Weltgeschichte. Ja, also ich werde irgendwann Reha kommen und dann wird sich diese Frage wohl von alleine klären, weil das sind dann Ernährungsfreaks, wie heißen sie? Ernährungspädagogen? Nein. Ernährungswissenschaftler? Nein, auch nicht. Ja, auf jeden Fall Leute, die einem das schon erzählen, wie man sich zu ernähren hat. Ja, gut, wo fangen wir denn erstmal an? Also, das war erstmal ein bisschen was zur Vorgeschichte. Ich erzähle euch einfach mal ein bisschen, wie das so war. Also,
Die meisten wissen das ja gar nicht. Oder ihr da draußen. Ja, Sonntagmorgens, also ich war samstags noch relativ lange arbeiten, also ich war noch beim Kunden, samstags normalerweise 14 Uhr mache ich den Laden zu, aber dann war ich noch beim Kunden, pipapo, noch ein bisschen Becken abbauen, Aquaristik, also ich mache es ein bisschen mit, also in der Tierbranche bin ich tätig, sage ich mal so, Aquarium abbauen, ja, übrigens Aquarium, ich habe da ein sehr schönes Aquarium da hinten, sehr schön, ja. Okay. Achso, und eins, ihr habt wahrscheinlich gerade auch da hinten die Jägermeisterfahne gesehen. Nein, also vorab. Ich habe zwar ein wildes Leben geführt bis dato, muss man sagen, aber der Arzt sagte auch, das muss ich immer wieder sagen, weil Leute, die mich kennen, sagen, ja, bei seinem Lebensstil, kein Wunder. Denn der bis, obwohl seit die Kinder da sind, ist der Lebensstil, hat sich ja auch schon geändert. Also ich sag mal so, die Leute, die mich kennen, die sagen dann, ja, bis vor 4 Jahren, wo den Kinder noch nicht da war mit seinem Lebensstil, kein Wunder. Falsch. Es ist falsch und das will ich auch unterstreichen mit drei Ausrufezeichen. Der Arzt sagt ganz klar, egal wie ich gelebt habe, egal wie viel Bier ich gesoffen habe, egal wie viel ich geraucht habe, und übrigens, ich habe die letzten 2 Jahre auch nur gedampft und zum Dampfen, weiß ich nicht, so, naja, egal, dazu vielleicht später nochmal mehr. Genau, gedampft. Egal wie dick ich gewesen wäre, egal wie fett ich gefressen hätte. Es ist einfach zu früh. So, ja. Also alle, die da draußen sind und meinen, ja, der Mann, komm, der Tee da, jedes Wochenende, bla bla, was weiß ich was, ne? Das hat nichts damit zu tun. Ja, es ist erblich, es ist definitiv erblich. Okay, ja, das nur noch mal kurz dazu, ein kleiner Einwand. Also wie war es ja, sonntags, also samstags war ich dann arbeiten. Pipapo, dann kam ein Kollege noch, hat noch geholfen. Der 50, den ich auch mal an der Stelle grüßen will. Hi 50, du wirst den Scheiß ja auch reinziehen. Ja, dann ja, abends zu Hause, ein, zwei Bierchen, wirklich. Es war kein Besäufnis, nichts Wildes. Ne? Ein, zwei Bierchen, dann sitzt man so zusammen, bla. Dann ist er irgendwann abgezogen, relativ früh sogar, ich glaube so um 12 Uhr. Dann sind wir ins Bett gegangen. Die Frau und ich. Haier machen. Also auch keine sportliche Betätigung mehr, nichts. Ne? Schön Haier machen, hinlegen. Ratzibubi. So, dann morgens früh, ich denke, ich war dann irgendwann, um 5 Uhr war ich dann nochmal auf Toilette, da war gar nichts. Weiß ich noch genau. Dann irgendwann stehe ich auf, ich denke, was ist denn da los? Schweißausbrüche, derbe und hier so auf der Brust, naja, hatte ich so ein Drücken. Naja, gut, hätte auch, also wir haben wirklich darüber philosophiert, ja, ist das vielleicht, habe ich mich verlegen? Irgendwas eingeklemmt. Also es war nicht so, für mich war es nicht eindeutig. Wobei ich sagen muss, von der Gefühlsebene her, ich wusste schon, es ist was Schlimmes. Aber man will es von sich wegschieben, man will es gar nicht wahrhaben. So. Weil es war auch nicht so, dass man einseitig gelähmt war oder was man so hört oder so übelste Schmerzen oder zusammenbricht. Nee, es war gar nichts. Es war einfach nichts. Also nichts, nichts, stimmt nicht. Aber so, ich sage, wie sage ich immer, ein harter Kerl. Ich will nicht sagen, dass ich weich bin, aber oder ein leichtsinniger Kerl, der hätte sich vielleicht eine Schmerztablette gekickt, hätte sich ins Bett gelegt. Ja? Egal, ich habe es nicht gemacht, raus. Die Frau sagt schon, ja, sag mal, bitte ärztlichen Notdienst. Ja, besser ist das, komm mal einmal gucken lassen, man weiß ja nie. Weil man ist 36, ne? Dann, wer denkt schon an so einen Scheiß? Egal, angerufen. Die Frau hat angerufen, ich nicht. Ja, dann, ja, sie die Symptome beschrieben. Ja, wir setzen sie auf wichtig. Also nicht 110, was ich jeden rate, macht es wirklich auch. Der Arzt sagt, scheiß drauf. Egal wie jung ihr seid, wenn ihr so einen Verdacht habt, ruft da an. Ey, ruft da an, ich würde es jetzt auch wieder machen. Ruft da einfach an. Sollen die kommen, sollen die. Ja, macht euch keiner einen Strick draus, nichts, wenn das falscher Alarm ist, Gott sei Dank. Ansonsten, ja, alles scheiße. Egal, ich erzähle euch nämlich die weitere Geschichte. Ja, ärztlicher Notdienst, bla. Ja, alles klar, alles aufgenommen. Wir haben die Symptome geschildert. Eigentlich hätten da schon die Alarmglocken klingeln sollen. Okay, wir dann gewartet. Frau schon am Frühstück, ich hin und her, und mir ging alles auf den Sack, alles Kinder geschrien und boah. Und ich dann schon zu ihr gesagt, ich sag, eine Stunde war schon fast um. Ich so, ey, wenn hier nichts passiert, dann hätten wir auch 110 rufen können. Was ist denn da los? Brrr, auf einmal Telefon. Boah, was ist los? Steht der vor der Tür? Machen Sie Tür auf oder was kommt jetzt? Dann ruft er an, tatsächlich der Arzt ruft an und sagt, in unserer Notfallpraxis, die am Klinikum ist, ja, geht das EKG nicht.
Da geht einfach das Ekel. Ja, ob meine Frau am Telefon, ob sie mich fahren könnte. Hat ja keinen Führerschein, also geht nicht. Gut, alles klar. Also für mich war dann eindeutig, wir fahren dann mal ins Krankenhaus. Ich zum Papa, Papa, wohnt nebenan, kein Problem. Ich rüber, brr, Papa, fährst du mich? Ja, klar. Rüber Krankenhaus. Ich habe das Auto noch umgesetzt, weil wir parken immer schön geschickt so hintereinander. Und mein Auto stand halt dahinter. Ich Auto noch umgesetzt. Alles mit natürlich Schmerzen in der Brust, ne? So ein Drücken. Und manchmal hat es auch ein bisschen, wirklich nur minimal im Arm reingezogen. Als es da Taubheit war oder voll Schmerzen, nichts. Ja, gesagt, getan. Ich nehme mal einen Schluck aus dem Kaffee, weil Kaffee darf man. Komischerweise, Kaffee funktioniert. Mit wenig Zucker, am besten gar kein Zucker, aber gar kein Zucker. Ja, wieder hingefahren, der EKG gemacht. Sofort, zack, auf die Liege hier. Boah, puh. Und da war Ende, ne? Dann war natürlich klar, was los ist. Sofort hier, zack, zack, zack. Dann ab auf den OP-Tisch. OP-Tisch heißt, ihr werdet in anderen Videos auch sehen, ich zeige euch da auch mal meine Leiste und sowas, wo die durchgegangen sind. Also bei vollem Bewusstsein gehen die mit einem. Wer heißt das? Ist das ein Katheter tatsächlich schon? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit einem Schlauch gehen die durch die Leiste, durch die Arterie zum Herz. So, und da wird dann gearbeitet. Ja, da kommt dann Kontrastmittel rein und man ist bei vollem Bewusstsein. Ja, man ist bei vollem Bewusstsein. Ist kein schönes Gefühl. Wobei, ich habe mir Beruhigungstabletten geben lassen, weil. Nee. Und wollen Sie dabei gucken? Nee. Ich habe das auch alles schön über mich ergehen lassen. Was man machen musste, so die Arme immer so. Und das 2 Stunden lang. Ne? Also die Arme so nach oben, wie als würde man im. Wie hat der Arzt gesagt, machen Sie so wie. Als würden sie auf dem Sonnenstuhl liegen. Ja, und dann liege ich da. Sollte eine Dreiviertelstunde dauern. Ich habe da irgendwann vorher gefragt. Am Ende hat es bei mir 2 Stunden gedauert. Warum, sage ich euch auch gleich noch. Ja, genau. Ich liege da und der Arzt vorne, Mann, der war so ein bisschen verkleidet, beziehungsweise war da so ein Sichtschutz. Ne? Und der mal, ich höre immer schnaufen. Ich denke, das hört sich nicht gut an. Ich so, was ist denn los da vorne? Ja, mal wie gesagt, man ist bei vollem Bewusstsein. Ja. Und sagte irgendwann, sagte, ich will ehrlich zu Ihnen sein, ich bin froh, wenn ich Sie hier weg habe. So, puh, das hört sich aber nicht gut an. Ne? Und dabei fummelt er an deinem Herzen rum. Also das ist schon krass. Also Ende vom Lied war, dass ich auf einer Seite 4 Stents gekriegt habe. 4 Stents. Stents sind wohl, wie ich mir gesagt habe, das sind so Röhrchen, die wie so ein Geflecht sind und wo dann das Gefäß aufgepumpt wird. Also mein Gefäß, das komplette Gefäß auf 12 cm war platt. War platt. Er sagt, sowas hat er selten gesehen oder hat er gesagt, noch nie gesehen. Und der hat die 4 Stents nacheinander reingekloppt und die werden dann so aufgeblasen. Und dann habe ich immer gehört, 4 Bar, 5 Bar, was weiß ich was. Ne? Ja, also man hat von dem ganzen Eingriff nichts gemerkt. Ja, also da muss man, wenn ihr irgendwann mal, ich will nicht hoffen, dass ihr sowas vor euch habt, aber macht euch kein Paranoia. Also man hat, was man gemerkt hat, das war kein schöner Schmerz, wo dann hinterher alles rausgezogen hat. Da hat man Druck. Also war auch jetzt nicht so ein Schmerz, aber war schon recht unangenehm. Da hat der halt in der Leiste. In Pfropfen reingedrückt. Ich durfte dann auch 6 Stunden mich nicht bewegen, auf dem Rücken liegen, Sandsack drauf, damit halt der Pfropfen da drin bleibt. Ne? Ja, so, und das war halt so die Operation. Ne? Also, es war ziemlich kompliziert. Er war auch hinterher nass geschwitzt, ich weiß noch, wie er dann aufstand und sich dann, da ist auch alles hier mit Röntgenstrahlen und da ist man auch so überall so Bleischutz und der hat auch so Bleischürze an und sowas. Und dann habe ich so geguckt, war der ganze Rücken von dem nass geschwitzt. Ich sage, was ist denn da los? Und dann kommen dann kommen dann auch immer die Ärzte, beziehungsweise Ärztinnen waren es ja nicht, die Assistenzfrauen. Dann kommen immer zu mir so, oh, sie sind so tapfer und so. Und ich denke, gut, ich liege ja einfach nur hier, ich mache ja nichts. Der da vorne ist tapfer am Ende. Ne? Und ja, dann fragte ich irgendwann, ja, wie lange ist denn, was ist denn los hier? Ja, 2 Stunden. Ja. Sagt er, als warum? Kommt Ihnen länger vor? Ich sage, nee, eigentlich kürzer. Ich dachte vielleicht 1 Stunde oder so. Also tatsächlich hat er 2 Stunden und das verging wie im Flug. Ne? Aber ich habe auch die ganze Zeit so Gedanken im Kopf gehabt, bitte, lieber Gott, lass das alles gut laufen. Und man liegt da und man malt sich auch aus, was ist, wenn das nicht klappt, der schnauft da vorne rum. Und weil der war jung, der war richtig jung. Der war mein Alter, alt, war mein Alter, war der. Ne? Und der sagt dann auch zu mir, sagt er, ja, man denkt schon ein bisschen anders drüber nach, wenn man so. Leute mit dem gleichen Jahrgang da liegen hat. Naja, gut, auf jeden Fall dann 2, also das zur OP. Dann 2 Tage auf Intensiv. Intensiv war echt super.
Also nicht, weil es intensiv war. Also die Betreuung da, die Betreuung war echt klasse. Super Leute da, super nett, alle, die hätten dann auch den Arsch geputzt. Was da das schlimmste Erlebnis für mich war, im Liegen in einer Pipi-Ente reinzupissen. Habt ihr es mal? Ich musste so nach der OP, musste ich schiffen. Ich sag, boah, ich muss. Dann versucht das mal. Also, ich meine, du liegst da in deinem Hemd, du hast nichts an, also nur das OP-Hemd. Die Türen stehen immer offen. Da ist noch jemand auf dem Zimmer. Ich meine, gut, da war ein Sichtschutz. Ich habe sie wirklich nur immer kotzen gehört. Also, der hat wohl irgendwie so einen Zugang hier, so Luftgedöns gehabt und die mussten ja auch immer absaugen und so. Keine tollen Geräusche, die da manchmal kamen, aber gut, es ist so. Und ja, was soll ich sagen? Also, es war intensiv, also immer 24 Stunden am Computer. Überwachung, totale Überwachung hier mit Herzgedöns und dies und das. Also die ganze Zeit nicht auf Toilette gehen. Zum Glück musste ich nicht groß. Zum Glück musste ich nicht. Ich dachte, was ist denn, wenn ich hier mal kacken muss, ne? Ja, dann können wir einen Toilettenstuhl holen oder die Schüssel oder so. Da gibt es hier kein Klo? Nö, hier gibt's, auf der Intensiv gibt es keine Toilette. Also, weil Intensiv ist 24 Stunden Überwachung, ihr hängt immer an den Geräten. Wenn du scheißen musst, dann scheißt du auf so einen verfickten Stuhl. Und das ist wirklich nicht schön, kann ich mir vorstellen. Zum Glück habe ich die 2 Tage ohne Kacken überlebt. Ich meine, gut, man hat auch, genau, überlebt, man hat auch andere Gedanken. Und zwar geht es dann ums Überleben. Ne? Aber gut, ich habe es so überstanden, dann auf Normalstation. Da könnte ich hier nochmal bestimmt locker 20 Minuten füllen. Normalstation war echt auch ein Film. Himmelweiter Unterschied. Keine Zeit. Schwestern haben keine Zeit. Die Ärzte, die da rumgerannt sind, Katastrophe. Aber ich habe ja da noch ein paar Blogs, ich habe ja da aufgenommen. Ich will jetzt nicht so weit vorgreifen. Ich habe ja da auch noch ein paar Videos gemacht. Gut, ich denke, das war es erstmal so an der Stelle hier zur Eingewöhnung. Ich meine, wir haben mit 20 Minuten voll gequatscht. 17 noch was. Ich denke, wenn mir noch irgendwas einfällt, so auch so zu meinen Ernährungssachen und so, da kommen wir alle später. Ich wollte euch jetzt mal jetzt auch nicht hier so lang langweilen. Das erstmal so als Einleitung sollte eigentlich reichen. Zu den weiteren Videos kommen wir dann zur Zeit, wenn es Zeit ist. Okay, wie gesagt, also der Plan ist jetzt, ich werde jetzt in den nächsten Tagen, solange ich noch nicht in der Reha bin, hier ab und zu mal ein Video hochladen von der Krankenhausstory. Und dann werde ich vielleicht nochmal 1, 2, 3 aktuelle machen, wie es mir gerade so geht, mit Nikotinentzug und so weiter. Bin ich jetzt auch dabei, eine Woche nicht zu rauchen, also, beziehungsweise zu dampfen ohne Nikotin. Wie es so mit der Ernährungsumstellung ist, werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Aber das wäre jetzt zu viel, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Das kommen wir dann später dazu. Ja, weil vom Fleischfresser zum Fast-Vegetarier. Könnt ihr euch vorstellen, gibt es auch die eine oder andere Story dazu, sich in dem Lebensmitteldschungel, wenn man sich wirklich damit befasst und da zurechtzukommen, es ist Katastrophe. Und das ohne irgendein Merkblatt. Deswegen, also, ja. Gibt einiges zu erzählen, Leute. Bleibt dran und ich würde sagen, achtet auf eure Gesundheit. Ja. Wirklich, ich hätte nie gedacht, dass ich mir das. Also, ich meine, was heißt, ich hätte nie gedacht, dass ich das sage. Also, Gesundheit ist immer wichtig. Habe ich auch gesagt, aber am Ende bin ich trotzdem am Kühlschrank gegangen, habe trotzdem knüppeldick die Teewurst drauf geschmiert, die Leberwurst. Wenn ich einen Schnitzel gefressen habe, habe ich die Ölflasche blub, 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 blub reingeschüttet. Das muss schwimmen. Aber Leute, es ist wirklich, achtet drauf. Achtet einfach drauf. Aber dazu bei Zeiten mehr und bleibt dran. Bis dahin.